Muss jetzt ich meine Achselhaare filmen, ja? Welcome, ladies and gentlemen, to MTV Cribs. Spaß. Aber bevor wir umziehen, haben wir uns gedacht, zeigen wir euch mal unsere Bude, wie wir hier in Marbella leben. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass das hier wirklich sehr, sehr schön ist. Und deswegen zeigen wir euch mal unsere Wohnung. Ich würde euch gerne mal einladen, euch einmal kurz umzudrehen und den Blick zu genießen, den wir haben, sobald wir die Tür öffnen. Okay, dann kommt mal rein. Herzlich willkommen. Wir haben hier unser Gästezimmer, das nie benutzt wurde. Leider ist mein Vater nicht aus Deutschland gekommen, der war ein bisschen beschäftigt die Tage. Wir haben extra ein Apartment gesucht, wo wir einen extra Raum haben, falls Freunde kommen wollen. Oder mein Papa, der hat leider abgesagt, also war der Raum leer. Nichtsdestotrotz haben wir ihn sehr bewusst genutzt und haben unsere Wäsche hier drin getrocknet. Also relativ kleiner, süßer Raum, Klimaanlage ist drin, alles was man braucht. Notfallbüro für Shani, falls sie arbeiten muss. Meine Frau arbeitet nämlich als Dozentin an der Universität für Sport, für Ernährung. Also das, was viele als Hobbycoach machen, macht meine Frau tatsächlich beruflich bei der Universität. Darum geht es aber nicht, sondern es geht um die Bude. Ich wollte nur ein bisschen klugscheißern, dass meine Frau die beste Frau ist. Ja. Ah, okay, das hier ist mein Bad. Wir haben nämlich zwei. Das ist so eher mein Bereich. Natürlich Pflicht. Der ist heute auch dran, Schatz. Wir müssen mich unbedingt rasieren. Ich sehe aus wie ein Affe. Ich habe Muskelkater an den Schultern. Das trifft dich gut. Ja, Toilette, Dusche, in die ich reinpasse. Schnucklig. Tolles Licht übrigens zum Pickel ausdrücken. Muss man auch mal sagen hier. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ins Schlafzimmer. Kommt mal mit. Hier nächtigen wir. Also hier verbringen wir tatsächlich am wenigsten Zeit. Das ist ein tolles Schlafzimmer. Wir haben hier direkt einen fetten Fernseher. Der läuft eigentlich nur zum Einschlafen. Hier haben wir noch einen Balkon. Toller Ausblick übrigens, den zeige ich euch gleich. Da will ich nicht zu viel zeigen. Ein Bett, was groß genug ist. Ein Schrank, den wir nie wirklich eingeräumt haben. Dasselbe gilt natürlich auch für meine Kleidung. Die liegt hier unten. Die hat den Koffer noch nicht wirklich verlassen, es sei denn, ich habe sie an. Das ist das Paradies und Reich meiner Frau. Hier macht sie sich hübsch. Ich muss aber sagen, meine Frau braucht keine 10 Minuten. Die schminkt sich eigentlich nicht. Die ist wirklich so hübsch, wie sie aussieht. Gib viele Komplimente, aber es ist die Wahrheit. Du schminkst dich nicht und du bist wirklich schön. Ja, da hinten ist übrigens noch eine Toilette. Warum auch immer meine Toilette direkt ins Schlafzimmer baut. Mitten im Duschvorhang, ist vielleicht so ein spanisches Ding. Ja, also viel Kleiderschränke, die wir nicht brauchen. Klimaanlage selbstverständlich, hier wird es nämlich über 30 Grad teilweise. Und was wir rausgefunden haben, durch den Wind schlägt die Tür zu und hat den Rahmen hier fast rausgerissen. War schon so. Das war schon so. Okay, kommen wir mal zu unserem absoluten Herzstück der Küche. Beziehungsweise der Wohnung, und zwar die Küche. Hier verbringen wir 80% unserer Zeit. Nicht unbedingt nur beim Kochen, sondern wir sind hier auf der Couch, wir sind hier am Essen, am Fernseh gucken, bereiten unsere Supplements. Apropos Supplements. Leute, es ist immer noch 20%. Solange Deutschland bei der EM dabei ist, gibt es 20% auf alle schwarz-rot-goldenen Produkte, also alles Unlimited, alles aus der Performance-Serie, alle Gesundheitshubs, Eiweiß, Pump-Booster, Kreatin, Glutamin, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Seid nicht blöd, schlagt zu, mehr als 20% gibt es nicht. Called Mike an der Stelle. So, Kühlschrank, große Küche, Herdplatten, Airfryer. Den haben wir jetzt übrigens von meiner Frau, ihrem Sponsor, zugelegt. Saugeil. Den Blender, 20 Euro. Mediamarkt, nee, Alcampo. Blender, übelst wichtig. Da hinten ist relativ unspektakulär. Da ist noch eine Waschmaschine drin. Da geht es noch so ein bisschen hinten rein. Da passe ich nicht wirklich rein. Deswegen machst du nicht. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Wie man sieht, hier ist überall noch ein bisschen, hier liegt noch Reis und Salz. Und ne, hier esse ich, hier arbeite ich.
Hier lebe ich, hier gucke ich Fernsehen, hier mache ich alles. Ich brauche quasi nur diesen Ort zum Überleben. Genau. Der Arbeitstisch, der Lebenstisch. Unser Kardiogerät. Amazon, 160 Euro. Bombastisch. Hält, was es verspricht. Und das hier ist übrigens der schönste Ausblick, den ich jemals hatte in meinem Leben. Den werde ich wirklich vermissen. Wenn ihr hier mal rausguckt, wir haben hier jeden Tag quasi direkten Blick aufs Meer. Ist das nicht wunderschön? Stellt euch vor, ihr könnt jeden Morgen aufwachen, wann ihr wollt. Und das Erste, was ihr seht, ist das Meer. Wir haben hier zwei Fenster, das sehr gut Durchzug. Die können wir auch komplett aufmachen. Wir können hier alles zu den Seiten schieben. Dann haben wir quasi eine komplett offene Front. Und das Erste, was du siehst, ist morgens das Meer. Hier ist nicht viel Verkehr. Du riechst und schmeckst das Meer hier. Das ist wirklich toll. Wenn ich möchte, kann ich in knapp 13 Minuten von hier direkt zum Meer laufen. Da hinten sind die Berge. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, noch nicht schöner gewohnt. Da kann kein Luxus-Apartment in Dubai mithalten, was uns Mabea hier an der Stelle bietet. Genug geschwärmt. Das ist unser Netflix-Fernseher. Da schauen wir jeden Abend noch so ein, zwei Folgen. Den Platz hier, der große, breite Platz auf der Couch. Könnte man vermuten, dass er für die große, breite Person in diesem Haushalt ist, aber nein. Ich darf mich immer hier so über diese Ecke kauern. Das ist hier so mein Platz und das ist Shanis Platz. Und wenn mir dann irgendwie, wenn ich müde werde und mich so ein bisschen entspannen will, muss ich immer so ein bisschen heimlich mit dem Arsch hier rüber rutschen und muss mich dann so an die Seite kauern, dass ich irgendwie entspannen kann, aber wieso Hund? Sie scheißt einfach auf mich. Daran liegt's. Habe ich gelogen oder stimmt das, was ich gesagt habe? Du hast gelogen, ich mache dir immer Platz. Ich rutsche immer ganz in die Ecke. Okay, ich habe gelogen, weil du machst mir Platz, aber ich muss trotzdem verkauern wie so ein kleines Opfer. Ja. Das hier ist meine Stretching-Couch. Erst ist Cardio dran, dann ist Stretching und dann ist Frühstück. Dann ist Supplements packen und dann ist Gym. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen mit unserer Bude. Falls es euch interessiert, was das hier kostet, was kostet uns das im Monat? 2.400? Ja, mit Reinigungsfee, glaube ich, 2.400. Mit Reinigung Airbnb 2.400. Aber nicht in der Highseason. Ist übrigens ein relativ guter Deal gewesen, denn das Apartment wird ab kommendem Monat für 4.000 bis 5.000 Euro gehandelt und andere Apartments bis zu 8.000 bis 10.000 Euro im Monat. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier bezahlen kann oder wer das bezahlt. Die normale Miete hier kostet nämlich so 1.000, 1.200 Euro und die Preise versieben oder achtfachen sich hier. Das ist teilweise echt asozial. Aber ich meine, der Markt macht den Preis, ich will mich da gar nicht beschweren. Wir werden deswegen aber auch morgen umziehen in ein anderes Apartment, näher zum Gym übrigens. Ein bisschen kleiner. Wir sind, was das anbetrifft, schon relativ geizig. Es gibt nicht allzu viele Dinge, wofür wir Geld ausgeben. Das Einzige ist hauptsächlich Lebensmittel, Wohnen und Transportmittel, also Auto. Alles andere sind wir echt sehr, sehr, sehr geizig, würde ich sagen. Also wir haben jetzt keine teuren Uhren, keine teuren Klamotten. Wir sind da, oder? Relativ easy. Tragen Smartwatch. Ja, aber das ist eine Fitbit. Die habe ich bei einer Aktion bei Amazon geschossen. Black Friday. Ja, genauso wie die Socken. Das sind so 8-Euro Socken. Die Kleidung ist von Smilodogs. Übrigens auch hier, wisst ihr Bescheid, mit dem Code Mike könnt ihr bei Smilodogs sparen und Aktionen im Auge behalten, ganz wichtig. Ja, aber ansonsten geben wir nicht viel Geld aus. Das ist auch gut so, braucht man auch nicht. Also ich stehe jetzt nicht auf den ultimativen Luxus, wobei ich sagen muss, das hier ist schon Creme de la Creme. Die ist schon top-notch. Ich werde voll vermissen. Ich auch. Aber das ist wieder gut, wenn wir unser Low-Life-Leben adaptieren. Denn wenn wir ständig in sowas leben, dann werden wir verwöhnt. Ab und zu Fuß zum Supermarkt laufen ist schon notwendig. Das war's jetzt mit diesem Apartment. Aber da wir bald umziehen und ich bin mir relativ sicher, dass euch das dann auch interessiert, wie es da aussieht, werden wir uns vermutlich sehr bald zu einer neuen Folge MTV Cribs Room Tour sehen. Wenn ihr Bock habt, lasst mich wissen in den Kommentaren. Generell würde mich eure Meinung zu dieser Wohnung oder zu diesem Leben interessieren. Ich habe jetzt in der letzten Zeit häufiger über Leben an sich geschwärmt. Und ich denke, vielen von euch geht es auch, dass sie das Leben leben, was sie gerne leben. Wenn nicht,
bitte in die Kommentare schreiben, was euch fehlt. Ich bin immer bereit für so coole Gespräche, generell in den Kommentaren. Ich versuche immer alles zu beantworten, möglichst zeitnah. Leute, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu.